Als nächstes darf ich Frank Stüssi am Podium begrüßen. Frank Stüssi ist Vizedirektor im Sekretariat der Wettbewerbskommission der WEKO und dort verantwortlich unter anderem für das Thema Beschaffungsabreden. Ich habe immer gedacht, als IT-Beschaffer muss ich mich um das nicht kümmern. Das ist jetzt ein Problem für die Leute, die da mit Beton und Kies hantieren. Aber ich lasse mich jetzt gerne eines Besseren belehren, weil ich jetzt anhand des Referats auch gesehen habe, das ist ein Problem, das gibt es nicht nur im Straßenbau, sondern das kann überall auftauchen. Das ist gut, wenn wir als Beschaffer und Beschafferin uns dagegen wappnen. Ich starte gleich mit der ersten Folie. Sie sehen hier auf der vertikalen eine Zeitachse, Januar 04 bis April 06. Und auf der horizontalen Zeitachse, auf der vertikalen, die steht für Preise und prozentuale Preisunterschiede. Die Rauten stehen für das jeweils tiefste Angebot während einer Ausschreibung. 5 Angebote, das tiefste wird gezählt und aufgezeichnet. Die grüne Kurve von Januar 04 bis April 05 bildet den Durchschnitt ab der tiefsten Angebote in diesem Zeitraum. Die zweite grüne Kurve bildet auch den Durchschnitt ab für den zweiten Zeitraum. Und nun sehen Sie, dass zwischen der ersten und der zweiten ein Preisunterschied von 30% besteht. Wir messen diesen an der blauen Kurve, das ist der Kostenvoranschlag des Kantons. Erste Hälfte, zeitliche, dort haben sich 17 Straßenbaufirmen im Kanton Tessin während etlichen Jahren darüber abgesprochen, wer die Ausschreibung gewinnen soll. Die anderen haben höher eingegeben, man hat sich wöchentlich getroffen, private, öffentliche Projekte aufgeteilt, Preise bestimmen, Marktanteile bestimmen. Das Kartell ist dann aufgedeckt worden und dann sind die Preise um 30% gefallen. Und dieses Thema möchte ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten näher bringen. Solche Abreden, wir sagen, diesen Submissionsabreden sind schädlich. Sie sind gemäß Beschaffungsrecht und Kartellrecht unzulässig. Die positive Nachricht, die IT-Branche scheint nur bedingt anfällig zu sein auf solche Abreden. Und das Zweite, selbst wenn, diese Abreden lassen sich vermeiden und sie lassen sich erkennen. Ich komme zum ersten Punkt, Submissionsabreden sind schädlich. Um einige Beispiele zu nennen, im Kanton Graubünden haben sich 12 Straßenbaufirmen von 04 bis 10 über 650 Straßenbauprojekte abgesprochen, Beschaffungsvolumen rund 190 Millionen Schweizer Franken. In der Region Segaster, Oberer Zürichsee, 8 Straßenbaufirmen zwischen 2,9, geschätzte Anzahl Projekte 240. Tunnelreinigungsfirmen haben sich 3 von 2,8 bis 2,13 die Märkte geografisch aufgeteilt. Und solche Abreden behandelt die Wettbewerbskommission, basierend auf dem Kartellgesetz. Sie laufen eigentlich immer gleich ab. Man kommt zusammen, formeller oder informeller. Man teilt sich die Projekte auf. Es gibt eine Rotation. Man kann sich geografisch aufteilen, wie im Tunnelreinigungsfall oder wie im Kanton Graubünden, man teilt sich projektweise auf. Teilweise werden solche Sitzungen formell durchgeführt mit einem Sitzungsleiter, einem Berechnungsleiter. Im Fall der Tunnelreinigung hat man sich einer Pizzeria getroffen. Der eine sagt, die Ostschweiz gehört mir, die anderen haben genickt und die Sache war besiegelt. Solche Abreden führen in der Regel zu höheren Preisen und es gibt einige Schätzungen dazu. Die OECD geht davon aus, dass solche Abreden zu 10-20% höheren Preisen führen. Es gibt eine empirische Studie internationaler Natur, die mehrere solcher Wettbewerbskommissions- oder Wettbewerbsbehördenfälle untersucht hat. Durchschnittlich 45 höhere Preise, durchschnittlich. Den Tessiner Fall habe ich Ihnen eben gezeigt und wir haben einen Einzelfall im Kanton Zürich gesehen, wo die Preise vor und nach Kartell 70% Unterschied aufwiesen. Das ist der eine Teil. Also es kostet die öffentliche Hand, es kostet Steuerzahlerinnen, es kostet Private. Das andere, solche Kartelle
setzen tiefere Effizienzanreize und es kommt zu einer Strukturerhaltung. Das ist deshalb so, wenn ich mit Thomas Fischer ein Kartell mache, er hat Produktionskosten von 1.000, ich von 1.500. Er muss sich nach mir richten, ich kann nicht zu seinen Preisen offerieren. Und wenn wir längerfristig nicht auffallen wollen durch zu hohe Angebotsschwankungen, dann setzen wir bei mir an. Das heißt, er kann sich gemütlich zurücklehnen, ich halte mit, weil er mit mir das Kartell schmiedet. Fällt das Ganze zusammen, scheiden Firmen aus dem Markt aus. Das passiert etwa im Tessin, es passiert im Kanton Graubünden. Also sie haben diese zwei Effekte, zum einen höhere Preise, zum anderen Strukturerhaltung, weniger Anreize. Jetzt habe ich hier eine Meldung auf dem Computer, gut, weggeschaltet. Die Fälle, die wir bei der Wettbewerbskommission aufgedeckt haben, sind praktisch alle aus dem Baubereich. Es geht um rund 2000 Beschaffungsprojekte, wo wir Abreden festgestellt haben. Viele ältere Natur, aber es gibt auch aktuelle, wie im Kanton Genf gerade. Gab es dieses Jahr einen Entscheid. Wir haben auch in der Region Moesa, italienischsprachig, gerade eine Untersuchung laufen. Es ist immer noch ein Problem. Kleiner, aber es ist noch eines da, national wie international. Und das Gelbe, die positive Nachricht im IT-Bereich, eine einzige Abrede, die wir festgestellt haben, und die hat sich bei der SMB ergeben. Die SMB beleuchtet eine gemietete Glasfaser selber. Und dazu benötigt sie ein Empfänger- und Sendergerät. Dieses kauft sie ein. Und 2019 hat sie diese Hardware erneuern wollen, ist zur bisherigen Lieferantin gegangen, hat ein Angebot eingeholt. Aufgrund dieses Angebotes ist sie dann zur Herstellerin gegangen, die SMB, und hat dort angefragt, ob es weitere Lieferantinnen gibt. Die Herstellerin hat der SMB zwei weitere Lieferantinnen genannt. Dann hat es eine Abrede gegeben, und zwar haben die Herstellerin und die bisherige Lieferantin miteinander vereinbart, du behältst den Auftrag. Und dann hat sich die Herstellerin um die eine neue Lieferantin gekümmert und die bisherige Lieferantin um die zweite neu genannte Lieferantin. Es brauchte nicht viel. Wir haben WhatsApp-Chats gesehen, man trifft sich. Kleiner gefallen, hohe Preissteigerung. Hier ist es nicht zu einem Schaden gekommen, weil die SMB hat uns die Sache gemeldet, an uns herangetragen. Wir haben ein Verfahren geführt innerhalb von 10 Monaten und es gab eine kleine Buße. Die Sache war damit vom Tisch. Jetzt, warum kommt es im IT-Sektor voraussichtlich zu weniger solchen Fällen? Eben, zumindest wir erhalten praktisch keine solche Meldungen. Ich denke, dass es an den Markteigenschaften liegt. Und ich zeige Ihnen im Folgenden auf zwei Folien, welche Eigenschaften dafür ausschlaggebend sind, dass es eher zu Abreden kommt oder eben weniger. Das erste, Anzahl Anbieter, ist sie groß, ist es schwieriger, sich zu koordinieren. Also eher weniger Abreden. Ist ein Markt stabil, wenig Dynamik, wenig technologischer Fortschritt auch, ist es einfacher, sich abzusprechen. Sind die Güter oder Dienstleistungen ähnlich identisch? Es gibt wenig Ausweichmöglichkeiten, auch anfälliger auf Abreden. Sind die Kostenstrukturen ähnlich? Einigt man sich schneller, als wenn sie sehr unterschiedlich sind. Und jetzt nehmen wir den Straßenbau, homogenes Gut, wenig Fortschritt, mal ein Flüsterbelag oder etwas mehr Winterschnitt. Viele Anbieter in der Regel trotzdem, also es braucht Koordination dort. Aber alles in allem viele Elemente, die gegeben sind, sodass es zu einer Abrede kommen kann. Auch in diesem Beispiel mit der Hardware. Die SMB wollte das eine Produkt nochmals. Es gab 4 oder 3 Lieferanten, den Hersteller, kleine Gruppe, Hardware. Man ist nicht ausgewichen auf andere Produkte. Eher eine anfällige Situation, wo es wenig Koordination braucht. Aber sonst, soweit ich oder auch den Beispielen, die die Vorredner genannt haben, komplexe Systeme, individuelle Lösungen, eher mit Fortschritt verbunden, weniger anfällig. Es gibt 3 weitere Faktoren, die wir immer wieder antreffen.
Kreuzbeteiligungen. Firmen sind oftmals an gemeinsamen Werken, etwa ein Belagswerk, Kieswerk, beteiligt. Man trifft sich. Verbände haben in der Regel eine große Rolle gespielt. Es gab sogar Verbandsstrukturen, die solche Abreden gefördert haben, indem sich die Baufirmen melden mussten beim Verband, wenn sie an einem Projekt interessiert waren. Das wurde dann gestreut an alle anderen Interessenten. Oder sehr regelmäßige, wiederholte Ausschreibungen. Wir haben gesehen, dass manchmal 90% des Straßenbauvolumens Januar, Februar ausgeschrieben wird. Das heißt, der Kuchen liegt auf dem Tisch, man kann ihn sich zuteilen. Das erleichtert das Ganze. Diese Faktoren lassen einschätzen, wie groß das Risiko an einem Markt ist. Je mehr erfüllt sind, desto höher ist das Risiko für solche Abreden. Und damit komme ich auch zum dritten Punkt, zum dritten Botschaft. Eine Analyse des Marktes. Und ich hatte Freude auch an den Vorreden. Sie wussten, wie viele Teilnehmer gibt es, wie ist der Markt einzuschätzen. Wenn man dieses Wissen hat, kann man auch einschätzen, wie groß ist das Risiko bei den Beschaffungen. Und wir hatten in den vergangenen 15 Jahren mit über 1000 Einkäuferinnen und Einkäufern Kontakt und sind quasi bei diesem Rezept gelandet. Der erste Schritt heißt, sich Marktkenntnisse aneignen und diese anwenden. Man kennt eben die Marktteilnehmenden, man hat eine Ahnung von der Technologie, vom technologischen Fortschritt, man weiß um die Vor- und Nachteile, man kennt die Preise aus der Vergangenheit. Im Tunnelreinigungsfall, den ich genannt habe, hat die Beschaffungsstelle festgestellt, dass die Preise 50% über den Vorjahren lagen. Das ist auffällig. Man muss es, wenn schon, geschickt machen. Und dann wendet man das ganze Wissen an. Im Tunnelreinigungsfall gibt es etwa 9 Firmen. Und die Innerschweiz hat sämtliche Tunnels für eine Nacht ausgeschrieben oder eingeladen, dass man die dann putzen müsste. Und das hat automatisch den Wettbewerb minimiert. Es war dann ein gefundenes Fressen für die Firmen, weil sie wussten, ich kann sowieso nur einen Tunnel pro Nacht putzen. Also teilen wir uns gleich auf. Und wir haben an den Beschaffungsstellen gemeldet, wir glauben, es wäre sinnvoller, nicht alle Tunnels in der gleichen Nacht putzen zu lassen, sondern das Ganze etwas zu verschieben. Also man wendet Markt, Wissen und die Ausschreibung, das wendet man dort an. Und so kann man das Risiko für Abreden auch minimieren. Und das Letzte, man kennt die Indizien, die auf Abreden hinweisen. Es gibt eine Checkliste dazu, international und auch bei uns. Wir haben das Wichtigste zusammengefasst. Sie finden das ganz einfach auf unserer Homepage. Ich habe hier die Links angegeben, wekoadmin.ch. Anzeigen und dort Hinweise zu Submissionsabreden. Dort haben Sie diese Checkliste. 4 habe ich hier aufgeführt. Das eine eben, Preise sind höher als in der Vergangenheit. Deshalb muss man Erfahrungswerte haben. Es gehen viel weniger Angebote ein als üblich. Sie haben in der Regel 10 Angebote, plötzlich nur noch 2. Weshalb? Es besteht eine deutliche Preisdifferenz zwischen dem tiefsten Angebot und dem zweittiefsten Angebot. Und das zweite, dritte, vierte, fünfte sind relativ nahe beieinander. Man stellt sicher, dass der gewinnen soll, während der Abrede das Angebot auch kriegt. Deshalb dort die große Preisdifferenz. Und was wir auch immer wieder gesehen haben, egal wie dick die Offerten waren, Ungereimtheiten. Das Paradebeispiel war, auch in diesem Tunnelreinigungsfall, 2 Offerten waren identisch über 25 oder 30 Seiten und auf Seite 12 gab es einen Kalkulationsunterschied. Jemand hat auf 20 Rappen den Rabatt anders gerechnet als der andere. Das hat sich dann wieder durchgezogen. Eben, wenn Sie es machen, machen Sie es geschickt. Solche Dinge fallen auf. Oder auch, wir haben schon Offerten gesehen, alle Positionen um 5% höher als beim Konkurrenten, beim Dritten um 8% höher. Und das über 100 Seiten. Fällt auf.
Ein Punkt, den ich hier nicht aufgeführt habe, den wir aber auch immer wieder sehen, in der Regel während Abreden ist die Streuung der Angebote kleiner als außerhalb von Abreden. Das heißt, wenn die Preise normalerweise zwischen 180 und 250.000 Franken liegen würden, liegen sie dann plötzlich zwischen 190 und 200.000 oder zwischen 240 und 250.000. Auch das ein möglicher Hinweis. Wenn Sie nur einen oder zwei solcher Hinweise sehen, Sie müssen nicht von einer Abrede betroffen sein. Aber wir empfehlen dann, genauer hinzusehen. Jetzt zunehmend haben Kantone eine Compliance-Abteilung, welche solche Vorfälle sammelt und zur Hilfe steht. Wir haben auch ein Sorgentelefon. Meine Abteilung ist rund 10 Leute groß. Alle haben eine gewisse Erfahrung mit solchen Abreden. Man kann uns jederzeit kontaktieren, man kann nachfragen. Es gibt immer wieder mal eine Beschaffungsstelle, die uns ihre Situation schildert. Wir geben eine Ersteinschätzung. Und das kann in der Regel, hilft das weiter. Neu für Sie wichtig zu wissen oder für die Beschaffungsstellen, es gibt eine Meldepflicht neu im BÖP und die wird wahrscheinlich auch in die Kantonsgesetze übernommen. Also wenn Sie einen Verdachtsfall auf dem Tisch haben, müssen Sie uns den melden. Auch auf unserer Homepage, Adresse ist aufgezeigt. Sie können das via E-Mail machen, Sie können es brieflich machen, Sie können auch vorher fragen, was sollen Sie einreichen, was brauchen wir. Hintergrund dieser Meldepflicht, ich habe mich stark für diese eingesetzt bei der Revision, ist, oftmals sind es mehrere Hinweise, die eben ein komplettes Bild geben und es erlauben, gegen Unternehmen vorzugehen. Der einzelne Hinweis ist manchmal zu wenig. Und deshalb, das Sammeln macht Sinn, das ist das eine. Das zweite, es hat einen präventiven Effekt. Je eher eine Firma damit rechnen muss, dass ihre Abrede bei der WEKO landet und es kann Bußen geben oder gibt Bußen bei uns, je weniger solcher Abreden wird es geben. Das ist der zweite wichtige Punkt. Thomas Fischer hat mich auch darauf hingewiesen, zu sagen, also wenn es solche Abreden gibt, ist das ein Ausschlussgrund für Firmen bei weiteren Beschaffungen. Also die Schwelle ist hoch angesetzt, es gibt Sanktionen bei uns, es kann zu Ausschluss führen bei Beschaffungsstellen. Wir sammeln solche, Sie haben die Möglichkeit oder die Pflicht, solche Verdachtsmeldungen an uns heranzutragen. Und damit sollte das Risiko in der IT-Branche tief sein, sodass sie nicht von solchen Abreden betroffen ist. Damit habe ich die Zeit eingehalten und stehe gern bereit für Fragen. Ganz genau. Wem darf ich das Mikrofon geben? Gibt es weitere Fragen? Also wie viele Meldungen kriegen Sie jährlich, einfach um so ein Gespür zu kriegen? Wir sind vier Abteilungen, ich führe eine, ich habe pro Jahr etwa 70 solcher Meldungen, plus minus. Und das betrifft aber nicht nur Submissionsabreden, ich habe den Bereich Bau und Beschaffungen bei uns, habe aber einfach den Überblick auch sonst, was an Submissionsabreden reinkommt. Bei mir betrifft das dann vielleicht die Hälfte Hinweise zu möglichen Submissionsabreden. Das ist etwa 35. Da drüben gab es noch eine Frage. Magdalena Koy, ich habe zwei Fragen. Einmal, im IT-Geschäft würde ich das einzige neben Hardware vielleicht noch Lizenzen sehen? Also ich meine, da muss man ja, wenn man neue Lizenzen beschafft, muss man sagen, welche man möchte, weil man hat ja etwas im Einsatz und muss neue Lizenzen beschaffen. Von daher wird es da schwierig sein zu sagen, ja, ich will was anderes, dann hat man wieder ein ganzes Migrationsprojekt. Da haben Sie wirklich nichts und auch keine Hinweise darauf, dass da, sag ich mal, gemauschelt wird. Okay. Und bei dem Straßenbauthema haben Sie erwähnt, dass die Firmen, als das Konglomerat da aufgeflogen ist, vom Markt wie verschwunden sind.
Nichtsdestoweniger hat man ja nach wie vor das Straßenbaubedürfnis. Mussten dann andere Firmen aus anderen Kantonen, von denen man nicht geglaubt hat, dass sie Abreden stellen, den Bedarf decken? Oder wie geht man da damit um? Also zur ersten Frage, nein, ich habe auch keine Hinweise bei Lizenzen erhalten. Auch nicht. Das heißt nicht, dass es kein Problem gäbe, aber es wurde nicht an uns herangetragen. Also wenn Sie wollen, ich nehme immer solche Anzeigen und Meldungen. Ich kann nachher gleich eine Liste hervornehmen. Also wenn Sie ein Problem haben, gerne. Oder das ist auch eine Gelegenheit hier. Hat er gesagt, es kommen nur die ganz komischen Leute hier, die sprechen dürfen. Und das Zweite, nein, es ist nicht so, dass dann Unternehmen aus anderen Kantonen oder Regionen einspringen mussten. Aber es zeigt einfach, der Ineffiziente fällt aus dem Markt und die Effizienten bauen dann aus. In Sachen Arbeitnehmer heißt das einfach, man wechselt zu einer Firma zur anderen. Aber es gab nicht ein Problem, dass die Straßenbauarbeiter nicht hätten vollzogen werden können. Auch in diesem Beispiel aus dem Kanton Tessin mit den 30%. Das Ganze lief perfekt weiter, einfach deutlich günstiger. Ja. Eine Frage hat noch Platz. Wenn keine Fragen sind, dann danke ich dir ganz herzlich, Frank, für deine sehr interessanten Ausführungen. Wir wissen jetzt also, wo wir die Augen offen halten müssen. Und ich wünsche dir viele neue Anzeigen. Oh, merci.